Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass diese Gemeinschaft sich in 73 Gruppen spalten wird und dass jede von diesen Gruppen im Höllenfeuer ist, außer eine. Und die Gefährten fragten ihn, ja Rasulallah, wer ist diese eine? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer sich auf meiner Sunna befindet. Ja? Das heißt, man schaut, diese Gruppe oder diese Leute, sind sie auf dem, worauf der Prophet sallallahu alaihi wasallam war, von Taten, von Glaubensverständnissen? Wenn das so ist, sind sie von Ahlus Sunnah. Und wenn das nicht so ist und sie ein anderes Glaubensverständnis haben als der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja, und sie andere Taten praktizieren in der gottesdienstlichen Handlung oder in den Gottesdiensten als der Prophet sallallahu alaihi wasallam, so sind sie nicht von der Ahlus Sunnah.